Damit wieder recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen Spiel und zwar Midnight Train. Und wir gucken uns die Early Access Variante von Midnight Train auch mal direkt an und schauen mal, was uns da erwartet. Okay. After ignoring their calls for months on end because you were just so busy with the university that you had just enrolled in, you finally decided to catch up with your family over a nice dinner. Unfortunately, they choose a restaurant that was on the other side of the town for you. And even through, it was nice catching up with them. It might not been the best idea to let all these hours pass doing it, knowing you still have to make your way home through the city. Okay, wir sind zum Essen eingeladen worden mit unseren Eltern. Das Restaurant leider war auf der anderen Seite der Stadt. Und wir sind auf dem Nachhauseweg anscheinend, wenn ich es richtig verstanden habe, eingeschlafen und sind jetzt irgendwo anders gelandet. And as you already accepted, the subway was unreadable as ever. After being woken up by an announcement, the conductor was claiming there was a problem with the track ahead. And the train suddenly made a stop at a station and told the passengers to wait for further announcements. 2:58 Uhr. In der Nacht. LMB to get out and explore the station. Okay. Alter, ich sehe ja gar nichts. Emergency Stop. Okay. Können wir hier einfach raus oder was? Haben wir Taschenlampe? Irgend. Also ich sehe ja nichts. Also die Soundkulisse ist ja schon böse. Aber sieht nice aus. Muss man ja mal sagen. So, und jetzt warten wir hier auf die nächsten Hinweise? Hast du einen Hinweis? Nee. Gut. Das heißt, wir gucken uns jetzt hier mal auf der Station ein bisschen um. Weil uns ist ja langweilig. Ich weiß nicht. Also, das ist doch Blut. Oh my God, that is blood. Why the... Okay, why the hell? I don't know. Ich freue mich jetzt schon auf meine nächste Zugfahrt. Ja, Bianca, da wirst du Spaß damit haben. Bestimmt nur Ketchup. Ja, ist jemand die Pommes-Tüte runtergefallen, wo schon Ketchup drin war? Und dachte sich, ja, ihr brauchtet ja auch nicht sauber machen. Ladies and gentlemen, there seems to be a serious issue with the track. We won't be able to continue. We are very sorry for the inconvenience, but they have already prepared. Hey, ich kann doch nicht so schnell lesen. Mein Englisch ist auch nicht so beste. Können wir einfach gehen? Oh, wir können wirklich nach oben gehen. Ja dann. Go up. I'm super tired. Only a good old Coca-Cola could help me stay awake. Da, also only a Coca-Cola, da kann ich nur sagen, da muss jetzt, also, Chat, da müssen wir kurz, ne, also, ihr wisst, auf dem Weg. Okay, das war's mit dem Coca-Cola-Song. Da hinten ist was langgelaufen. Hallo? Ist da wer? Bist du ein Cola-Automat? Fizzy Coke? Also, wer war das? Also, bevor wir uns jetzt die Cola holen, gucken wir ganz kurz. I should really buy a Coke from that machine, otherwise I might see stuff. Okay, wenn du Sachen siehst. Ich weiß nicht, ob denn so eine Cola so gut ist für dich.
was ist passiert? Wir sind von der Kohle einfach umgefallen und werden wach um 3.45 Uhr? Wo? Ja, moin. Einfach in der Zelle? Ist das so... Also, die Kohle war vielleicht doch nicht so gut? Kann ich hier... Was ist das denn? Stop inspecting. Over 16 missing cases reported in the mysterious kidnappings at a bonded subway station on 22nd Street. About the mystery kidnapper and the three victims who escaped. Who could this monster be? Er hat unsere Cola... er hat jetzt die Cola vergiftet. Ich bin K.O. gegangen und er hat mich gekidnappt. Warum? Okay. Und wie komme ich jetzt hier raus? Hallo? Was bist du denn eigentlich? Lock. Weiß ich nicht. 1984? I don't know. Okay. I've seen the keypad like this before. They required 5 digits. 5? Okay, wir brauchen 5 Zahlen. Hat jemand eine Idee? Over 16 missing cases, also 16? On Subway Station 22? Sind ja 4? Und es waren ja 3 Victims. Also 3 Opfer. Also 16, 22, 3? Aber jetzt falsch sein kann es ja nicht. 16, 22, 3? War das jetzt richtig? Lol, das war richtig. Okay, cool. Dahinter hat jemand geschrien. Und der Ding ist versperrt. Okay, das ist das eine. Also, das bin ich jetzt nicht traurig drüber. Aber warum hat da jemand geschrien? Und warum ist hier überall Blut? Okay. Wo geht's hier hin? Als ob hinter dem Cola-Automaten einfach so ein Geheimversteck ist. Wer bist denn du jetzt? Ja, ich. Okay, das schneller. Was war das? Da war was. Da wurde mir gerade was angezeigt, so eine Scheiße. Halt! Wo? Nein! Okay. Ich renne ihn. Bin ich schneller als er? Also, ich hoffe. Wo geht's hier hin? Ich. Panik! Komm, können wir runter in die Station? Ja! Nein! Wir laufen eine Kurve. Wir laufen eine Kurve. Weil wir es können. Weil wir es können. Oh! Also da. Ist eine Sackgasse. Kann ich hier irgendwas machen? Wer so blöd ist. Er war doch direkt hinter mir. Was war das? Did he just drop something? Also. Okay. Aber er war doch direkt hinter mir, als ob er mich nicht gesehen hätte, dass ich hier in den Schrank reingegangen bin. Er ist weg. Was hat er fallen lassen? Bist du hier? Ich würde sagen, einen kleinen Key hat er fallen lassen. A key, but it doesn't look like it's for a door.
Für einen Schrank? Also, für keine Tür, aber für ein Safe? Der gute alte Spind, ja, der gute alte Spind, so sieht's aus. Password? Benny. Schade. Hätte er sein können. Können wir nicht einfach hier rüber hüpfen? Nee. Nein, können wir nicht. So, okay, wir haben einen Schlüssel. Wo wir wissen, der Schlüssel ist für keine Tür. Das heißt, im Umkehrschluss kann ich... Okay, da wird kein Schloss haben. Das hier wird ja die Tür sein, richtig? Ne, das heißt... Der wird ja nicht passen. Gut, in die Zelle gehe ich nicht zurück. Auf gar keinen Fall. Haben wir hier hinten noch was gehabt, von wo der gekommen ist? Also, vielleicht. Was ist das hier? Ist das ein Automat? Ist das... Das ist ein Automat. I want to get out of here. The last thing I need is a ticket. Oh, okay, hier kann ich mir ein Ticket ziehen. So, kann ich hier nochmal... Okay, runter können wir nicht. Hä? Wir haben einen Schlüssel, der nicht für die Tür ist. Oder für irgendeine Tür. Warte mal, ist der Schlüssel für den Automaten oder was? LMB to open in search machine? Another key. This is one looks more normal. Okay. Ich hinterfrag das nicht. Wir haben also jetzt den Schlüssel genutzt, um an den Automaten zu kommen, der uns dann wiederum einen Schlüssel ausgespuckt hat, der normal aussieht. Und der wahrscheinlich dann für die Tür hier ist. Ja. Und jetzt geht's ab in den Keller. Schön. Schön, schön. Schön. Einfach schön. Nicht so schön. Einfach nicht so schön. Alter. Also. Schwierig. Look at paper anytime with E. Aha. Also das Alphabet quasi? Numerisch? Wofür jetzt? Okay. Kann ich denn hier noch irgendwie? Nope. Wo sind wir hier eigentlich? Also, was ist das hier für ein Raum? Was sind da für Lampen? Also, mal davon abgesehen, dass der hier so ein bisschen... Ja, komm, wir gehen wieder weg. Das ist ja... Für das Passwort vielleicht. Ja? Kann man den Typ untersuchen? Warte mal. Gehen wir noch mal kurz gucken, Jojo. Ich glaube, wir konnten da nichts machen mit dem... Alter, der arme Typ, ey. Der hat auch keine Beine mehr. Also, der hat einfach nur noch... Torso. Kopf. Einzeln. Aber nein, wir können den Typen leider nicht untersuchen. Weil ich kann auch nicht crouchen. Also, nein. Ich glaube auch nicht, dass ich sprinten kann, ganz ehrlich gesagt. Ich drücke zwar die ganze Zeit die Shift-Taste, aber das ist, glaube ich, einfach nur so ein Automatismus. Ich glaube, sie bringt hier bei dem Spiel gerade gar nichts. So, warte mal. Wir haben jetzt... Also, für das Passwort finde ich gar... 16223 wäre PVC. Oh. Oh, wegen dem... Warte mal, PVC? Da gehen wir nochmal glatt gucken. Das könnte es natürlich sein. Zwar sehr riskant, ein Passwort nur dreistellig zu nutzen, aber... Okay. 1622 PVC. Cool. Probieren wir mal aus. Das wäre natürlich jetzt richtig geil. PVC. Also, nicht Enter, sondern... LOL. Dankeschön, Herr Junge. Das war völlig richtig. I need to get out of here fast. Naja, dann. Lass uns gehen. Geht's auch schneller? Also so...
Rennen? What? You can't outrun? Ne, lass mich. Ich bin weg. Running. Ja, es... Ich hoffe, der Typ ist nicht schneller als ich. Wir sind... raus. Nicht. What the hell? Wasn't a little... Also, sind wir nicht draußen? Warum nicht? Ist das ein Bug? I'm losing my mind. Is this some kind of sick dream? Nein, okay, es ist kein Bug. Es ist auf jeden Fall vom Spiel gewollt. I told you. What? There's no point of... Ja, ist mir egal. Ich bin weg. Lass mich. Aber diesmal war weiter weg. Aber jetzt habe ich es doch geschafft, oder? Also... This isn't real. I can't be... What the fuck? What we... Lass mich in Ruhe. Hä? Okay, vielleicht direkt losrennen? Vielleicht hat er ja einen Timer? Ja, okay. Stop running, ja. Ich bin schnell. I'm super fast. Super fast. Super, Sir? Sir? No. I need to check your ticket, please. Das war doch der Typ, der mich verfolgt hat. A Midnight Train. Das war's? Game Developer und Director 5 Ahmed. Soundsbury 5 Ahmed. Back to the main menu. Okay. Das war A Midnight Train. Die Early Access Variante. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Gerne in die Kommentare, wenn das Full Game rauskommt, ob der Steve das Full Game spielen soll. Und falls ihr es noch nicht schon gemacht habt, gerne ein Abo da lassen. Und wir sehen uns dann einfach wieder bei einem nächsten kleinen Game. Bis dahin sage ich erstmal reingehauen.